werde dieses Jahr mit Eurotours nach Estland reisen. Serbien. Belgien. Bulgarien. Lettland. Litauen. Die Niederlande. Kabanien. Tuneco. Luxemburg. Ich möchte dort recherchieren, welche Rolle die EU-Verhandlungen, die EU-Beitrittsverhandlungen Montenegros in den Schulklassen des Landes spielen. Ich möchte mit meiner Recherche zeigen, inwiefern Österreich auch von anderen Ländern lernen kann, was beim Thema Digitalisierung, wo es noch hakt in Österreich. Weil nach dem Amoklauf an einer serbischen Schule und den Antigewaltprotesten derzeit sehr viele Unruhen im Land stattfinden und ich möchte mir das gern vor Ort anschauen. Ich glaube, Eurotours ist eine unglaubliche Chance für junge Journalisten, einmal in ein Land zu reisen, länger an einem Thema zu recherchieren, tiefer in eine Materie einzutauchen.